Die Jungs an dieser Schule sind so aggressiv. Wie soll ein Mädchen damit umgehen? Caroline ist entsetzt. Früher in der Klasse zogen die Jungs immer an ihren Zöpfen. Das gibt's nicht. Das wird hier anders sein. Sie muss so tun, als wäre sie ein Mann. Carolines Vater hat ein tolles Beispiel. Sie muss ihn nur beobachten und tun, was er tut. Zum Beispiel sich die Hände abwischen. Gut gemacht, Caroline. Vergiss deine Manieren. Es wird sich lohnen. Oh, sieht so aus, als würde Dad gleich trainieren. Was für eine sportliche Familie. Caroline hat sich verletzt. Du musst härter werden, wenn du das durchziehen willst. Sie kann sich auch Männerkleidung vom Vater nehmen. Solange er nicht merkt, dass was fehlt. Er hat nicht viel Arbeit mit sich. Er hat's! Ja, es gab nur eine saubere Hose. Jetzt streitet er sich mit Mom. Raus jetzt! Carolines neue Klasse ist noch schlimmer als die alte. Sag Hallo zu deinen Klassenkameraden. Eine tolle Begrüßung. Auge um Auge. Es ist nicht schwer, sich bei Jungs einzufügen. Sie hat jetzt den Respekt. Einer der Klassenkameraden hat einen Verdacht. Die Haare sind zu lang. Hab dich! Ups. Sie muss ihre Haare richten. So ist es besser. Alle Jungs haben Stoppeln. Und Carolines Gesicht ist verdächtig glatt. Ihr Dad räumt nach dem Rasieren nie auf. Zum ersten Mal überhaupt ist das eine gute Sache. Jetzt kann sie ein Schnurrbart haben. Hä? Alle lachen. Schnurrbärte sind anscheinend nicht cool. Warum nicht das Wegrasieren einfach? Ein Kerl zu sein ist sehr schwer. Dad, wacht nicht auf. Er würde definitiv den Schnurrbart bemerken. Ups. Caroline hat sich schnell verändert. Sie ist in Sicherheit. Wenn sie sich nur immer so schnell verändern könnte. Der Schnurrbart ist eigentlich nicht schlecht. Sie ist traurig, dass er weg ist. Ein neuer Tag im Unterricht und ein neuer Tag, ein Junge zu sein. Ups, die Nägel. Wie wird sie das erklären? Ganz einfach, das ist trendy. Alle Jungs lackieren die Nägel. Okay. Jeder will trendy sein. Jetzt lackieren sich alle Jungs die Nägel. Das ist süß. Und Caroline hat's wieder geschafft. Caroline gibt ihr Bestes, um im Sport mitzuhalten. Die Jungs werfen den Ball herum. Hä? Touchdown! Da unten! Caroline tut ihr Bestes, so zu tun, als hätte sie Schmerzen. Carolines Magen beginnt zwischen den Stunden zu schmerzen. Es ist eine Art von Schmerz, die einmal im Monat kommt.
Sie hat ihr Handy vergessen. Die Jungs sind neugierig. Also schauen sie die Bilder an. Fliegt sie jetzt auf? Hä? Zu viele Bilder, hä? Und das sieht nicht aus wie ein Kerl. Sie wird gestehen müssen. Oder eine Zwillingsschwester finden. Gut, dass sie ein Bild von ihnen zusammen gefotoshoppt hat. Deine Schwester ist heiß. Kann ich die Nummer haben? Die Jungs lachen über lustige Videos. Was? Caroline trägt High Heels. Was ist ihre Erklärung? Weinen funktioniert immer. Und eine kleine Lüge darüber, dass ihre Familie alle kleine Leute hat und sie trägt Absätze, weil sie sich schämt. Die Jungs unterstützen sie total. Brüder für immer. Caroline kann den Spind nicht öffnen. Er klemmt. Jemand bietet seine Hilfe an, aber Caroline sagt nein. Ups, sie hat die Nase gebrochen. Ein Tampon wird helfen, das Blut aufzusaugen. Nein. Warum hast du überhaupt Tampons in deinem Spind? Oh, weil ich Boxer bin. Hey, es funktioniert. Carolines Mitschüler wird abserviert. Ach, sie kann den Schmerz nachempfinden. Sie versucht ihn aufzumuntern, indem sie einen hinterhältigen Trick macht. Wie wär's mit einem Kussmund? Die Jungs sind beeindruckt von diesem männlichen Mann, der einen echten Lippenstiftabdruck von einem Mädchen hat. Er wird wieder König des Colleges. Caroline malt ein Herz in ihr Notizbuch. Hoffentlich merkt es niemand. Jungs spielen mit Spuckebällen. Ew, eklig. Sie rächt sich. Aber sie weiß nicht, wie. Wie machen die das? Das tut weh. Zeit, ein Frauengeheimnis zu nehmen. Kopfschuss, du bist raus. Ein Burger und Pommes. Eine perfekte Mahlzeit für einen Kerl. Caroline ist eine zierliche Esserin. Egal wie hungrig sie ist. Jungs sind verwirrt. Warum isst sie nicht einfach normal? Sie legt das Besteck weg und isst mit ihren Händen. Ein Junge zu sein ist anstrengend. Sie muss vor dem morgigen Tag schlafen. Was, wenn die Jungs sie so akzeptieren, wie sie ist? Sie ist hübsch und sie würden sie wahrscheinlich mögen. Vielleicht ein bisschen zu sehr. Nein, das ist furchtbar. Stopp! Sie wacht mit kaltem Schweiß auf. Aber sie kann sich nicht mehr verstellen. Caroline beschließt, reinen Tisch zu machen. Aber niemand hört ihr zu. Sie sind es nicht gewöhnt, Mädchen zuzuhören.
Sie erzählt ihnen alles. Sie wussten bereits alles. Sie haben nur mitgespielt. Wir sind nicht so dumm, wie du denkst. Oh oh, hier kommt die Aufmerksamkeit. Hat euch die Geschichte gefallen? Was ist euer Lieblingsteil im Video? Schreibt es in die Kommentare und vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, damit ihr nichts von Trum Trum Trick mehr verpasst.